zu neuen Taten in einem neuen Part von Okami. Yay! So, da sind wir nun also wieder zurück bei der nördlichen Hiroshima-Küste. Und mir ist tatsächlich aufgefallen, dass das mit der Angel nicht gespeichert wurde. Ich bin eigentlich der Meinung gewesen, ich hätte nach dem letzten Part das ganze Offscreen nochmal gespeichert. Aber scheinbar hat das Spiel das nicht angenommen. Jedenfalls ist mir aufgefallen, ich muss tatsächlich doch nochmal die Angel besorgen. Zu den Angler. Wir müssen ja sowieso nochmal zu den Angler, weil das hat ja beim letzten Mal leider nicht so gut funktioniert mit dem Angeln. Bin ja da auch so schrecklich gut drin. Genau, die Sperrfischangel. Sperrfisch war's. Genau. So, die müssen wir jetzt nochmal besorgen. Und ihm geben. Wie gesagt, ich weiß nicht, warum er es nicht gespeichert hat. Gut, es kann natürlich auch sein. Ja, ich glaube, wenn ich mich richtig entsinne, dann habe ich das Spiel doch einfach so ausgemacht. Also ohne vorher nochmal zu speichern. Eigentlich normalerweise speichere ich meistens nochmal danach, damit ich Sachen nicht nochmal machen muss. Aber nein, ich habe es natürlich vergessen. Ach, wo hatte ich nur meinen Kopf? Ich weiß es nicht. So, gut. Aber wir müssen ja so oder so nochmal hin. Und den Sperrfisch besorgen für den guten Umineko, der damit etwas kochen möchte. Und was ist hier los eigentlich? Sie sehen auf einmal aus, als wenn sie ihn vergöttern. Ach, Urashima, der große Urashima, du bist so cool. Ach, Urashima, der große Urashima, wir hatten Unrecht und du hattest die ganze Zeit recht. Er war wirklich ein Pierpor. Oh, ich meine Orca. Wir haben ihn nicht geglaubt, aber Urashima hat die Wahrheit gesagt. Ach, Urashima, der große Urashima, du hattest Unrecht und du hattest die ganze Zeit recht. Also erst kloppt ihr auf ihn ein, weil ihr ihn gefühlt für den letzten Vollidioten haltet. Von wegen, wir glauben dir nicht und so weiter. Und jetzt auf einmal haben sie scheinbar mit eigenen Augen gesehen, dass Orca wirklich existiert und jetzt glauben sie ihm und scheinbar sieht es so aus, als wenn er auf einmal deren Best Friend wäre. Auch interessant. Aber nun gut, was hat denn der Jute Urashima selber dazu zu sagen? Hallo Hündchen, hast du es zum Drachenpalast geschafft? Dieser Wirbel hat dich runter auf den Grund des Meeres gesaugt. Welcher Wirbel? Ach so, du sprichst von dem Wirbel, den ich finden muss als Prüfung. Ich muss ja eine Prüfung bestehen. Dazu muss ich aber den Wirbel finden. Du, ich habe den Wirbel aber noch gar nicht gefunden. Ich freue mich, dass du es dort hinuntergeschafft hast. Wieso redest du so, als wenn ich das schon längst getan habe? Du, ich war noch nicht unten auf dem Meeresgrund. Aber ich vermute, jetzt stecke ich irgendwie in der Klemme. Ich möchte im Meer fischen, aber diese Leute da sind im Weg. Diese Leute da sind im Weg. Das heißt, die sind jetzt nicht deine Freunde. Sie sind dir immer noch fremd oder was? Aber nun gut. Wir wollen hier nicht lange weiter verweilen. Wir müssen zurück zum Angler. Hallo Orca. Kannst du mich bitte rüber zu der kleinen Insel bringen? Ja, ja. Er ist versteckt. Okay, gut. Ja. Aber Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war. Wie konnte man denn den Wirbel nochmal finden? Ich meine, man hatte eigentlich, glaube ich, einen Tipp dafür bekommen, wie man den Wirbel findet. Ich glaube, es hatte auch was mit dem Himmel zu tun. Es ist schon wieder so lange her, aber ich meine, man musste, glaube ich, einen Wirbel an den Himmel zeichnen. Und dann ist, glaube ich, der Wirbel im Wasser aufgetaucht, der uns hinunterbringen soll. Ich bin mir aber nicht sicher. Wie gesagt, als ich das auf der Switch gespielt habe, ja, das ist, wie gesagt, schon länger her. Deswegen, ich erinnere mich nicht mehr an alles.
Aber gut, wir gehen jetzt erstmal zum Angler. Hallo Hündlein. Einige Leute machen sich Sorgen wie eine Wasserdrachen und so. Aber wenn du fischen willst, dann musst du das im Meer machen. Ja, ja. Okay, ja, genau. Dieser Koch und Miniko möchte, dass ich ihm etwas Besonderes fange. Da gibt's nur einen geeigneten Fisch, der König der See, der Sperrfisch. Ich werde einen großen fangen und dann werde ich es ihm. Dann werde ich das und werde dann diesen Typen damit zu Tode schrecken. Hey Hündlein, weißt du, was du da hast? Jeder Fischer würde für diese Angebote töten. Ja, genau, das hatten wir schon. Ja, diese Konversation haben wir schon mit dir geführt. Ein Thunfischangel. Ja, du hast sie mir geklaut. Wie gesagt, ich habe es im letzten Part schon gesagt. Er hätte sie mir nicht klauen brauchen, aber er hätte sie mir geklaut. Warum? Aber gut, dann hau mal rein, würde ich sagen. Oder, naja, wir müssen ja reinhauen, weil wir müssen ihm ja schließlich helfen beim Angeln. Hoffen wir mal, dass es diesmal klappt mit dem Speerfisch. Ja, mit den großen Brocken ist das immer schwierig. Also ich tue mich da irgendwie immer schwer, was das Angeln angeht. Die kleinen Fische, die sind noch einfach. Die sind ja nicht das Problem. Aber bei den großen Fischen muss man ja auch öfters ran. Also die muss man ja öfters auch mit dem Kraftstrich betäuben, um sie zu fangen. Oh, ein Nemo! Mal wieder ein Nemo. So. Der Clownfisch hat gewonnen! Oh, wieder so ein Filmzitat. Leute, es geht einfach nicht ohne. Wow, sieht aus, als wäre das ein großer. Ja, das muss ein alter, ein großer Speerfisch sein. Ja, es ist auch ein Speerfisch. Ach komm, ist das jetzt dein Ernst, Mann? Wie hat er das denn jetzt bitte gemacht? Ich habe doch noch nicht mal die Leiste aufgebraucht, oder doch? Eigentlich ja nicht. Okay, ich muss jetzt nicht verstehen, warum das jetzt nicht hingehauen hat, ne? Cool. Gerade mal ein bisschen an der Angel gezogen und schon ist der Gute ins Wasser gefallen. Sehr schön. Oh, ich habe einfach keine Geduld für diese Angel-Action hier. Und wieder ein Fuku. Kugelfisch! Ja. Ja, so, jetzt kommt der. Ups. Das war ein bisschen. Hallo! Ja, so, jetzt kommt der richtige Brocken. Ah, scheinbar habe ich doch zu viel gezogen. Wir können den aber auch nicht verlangsamen. Mann, der haut doch gleich wieder ab. Ja, und wieder im Wasser gelandet. Ach, Leute. Würde ein bisschen abgeben? Ja,
Es hilft nichts. Ich kriege es einfach nicht hin. Ja, das ist nicht für mein Selbstvertrauen. Was? Das ist nicht gut für mein Selbstvertrauen. Nein, warte. Wenn es zu einfach wäre, dann würde es keinen Spaß machen. Lass dir Zeit, nimm's locker und genieße es so. So geht das. Nein, du kannst deinen verdammten Sperrfisch alleine fangen, Mann. Ach, Leute, das ist blöd. Ich bin einfach schlecht darin. Immer wenn es darum geht, die großen Fische zu fangen, kriege ich es einfach nicht hin. Ich meine, okay, bei den anderen großen Fischen, die ich bisher fangen sollte, bei denen hat es funktioniert, aber bei denen funktioniert es einfach nicht. Ich weiß nicht genau, wie ich das angehen soll mit diesem Sperrfisch. Es ist... Ich muss es einfach später nochmal versuchen. Ich denke, wir schauen jetzt erstmal, ob wir den Wirbel finden im Wasser. Aber erstmal machen wir hier die ganzen Truhen auf. Ja, da kann ich ja noch nicht buddeln. Ich müsste echt mal wieder zum Dojo und mal meine Buddelfähigkeit verbessern lassen. Aber alles zu seiner Zeit. Oh, hier ist auch noch eine Stelle, wo wir buddeln können. Oh, ein Kleeblatt. So. Okay. Gut, dann würde ich sagen, gehe ich erstmal wieder zurück. Und schwimme doch noch mal ein wenig mit Orca herum. Weil irgendwo muss sich ja dieser Wirbel befinden. Er sagt ja nur, der Eingang zum Drachenpalast ist ein Wirbel, aber er ist gerade versteckt, um den bösen Wesen fern... Was? Ja, um die bösen Wesen fernzuhalten, die gegen plagen. Du musst den Wirbel in den Weiten des Meeres finden. Das ist die von Otohime geforderte Prüfung. Ja, ja. Das wissen wir bereits. Jetzt lass ihn uns endlich finden gehen. Hi ho, Oka! Gut. Wir schwimmen einmal kurz hier rüber. Ja. Ich weiß nicht genau, war ich hier schon? Nein, tatsächlich noch nicht. Naja, immerhin muss ich das mit dem Turm nicht nochmal machen. Das haben wir ja beim letzten Mal erledigt. Mystische Frucht füllt den Magen komplett. Ja, das hört sich doch gut an. Und hier ist auch noch so eine Stelle, die wir nicht aufbuddeln können. Ach, so ein Mist. Okay, dann ist aber natürlich die Frage, wo befindet sich dieser Wirbel? Ja, ja. Sag doch nicht immer jedes Mal dasselbe. Wir wissen es doch. Dieser Wirbel befinden. Man kann ja auch nicht überall hinschwimmen, das ist das Ding. Du kannst ja wirklich nur so bestimmte Ecken anschwimmen und das war's. Danach geht's einfach nicht weiter. So, hier ist auch wieder eine unsichtbare Wand. Und Richtung Oni-Insel kommen wir ja auch nicht. Also noch nicht zumindest. Ist natürlich halt auch die Frage,
finden wir ihn tagsüber oder nachts? Ich meine, würde es auch uns vielleicht helfen, wenn wir uns vom Wasserdrachen fressen lassen würden? Ich meine, da hinten schwimmt er. Hallo. Weil man kommt hier ja auch nicht großartig weiter. Hallo. Also ich sehe hier keinen Wirbel. Aber ich weiß nicht, vielleicht hat ja der Wasserdrache wirklich was damit zu tun. Und er gibt uns vielleicht einen Hinweis darauf. Ich schaue jetzt einfach mal. Gucken wir mal, was passiert, wenn wir uns jetzt von dem fressen lassen würden. Ja gut. Du brauchst mich eigentlich nicht mitnehmen. Ich dachte jetzt, du frisst mich. Hallo, hallo, ich bin hier. Hallo. Okay, scheinbar will er uns nicht verschlucken. Hallo, hier bin ich. Man möchte uns nicht verschlucken, wenn Orca hier ist. Oder nicht? Dann versuchen wir es mal so. Hui! Ach komm! Jetzt schluckt er uns auf einmal, wa? Macht sehr viel Sinn. Okay. Wow! Ich dachte, wir wären erledigt. Wie sollen wir aus diesem Schlamassel bloß rauskommen? Schade, ich dachte vielleicht landen wir im Innern des Wasserdrachen und wir bekommen irgendwie einen Hinweis oder so, aber nein, scheinbar nicht. Okay. Jetzt ist natürlich die Frage. Wie finden wir jetzt diesen Wirbel? Es muss doch irgendwie einen Hinweis darauf geben. Hallo, kleines Mädchen. Hä? Ich soll dir noch mal über den Turmkatzenschrei erzählen? Nee, brauchst du nicht. Ich habe den schon gefunden, du. Nein. Er wird Turmkatzenschrei genannt, weil man hier eine Katze schreien hören kann. Aber seit neuestem hat das Schreien aufgehört. Vielleicht hat der Katzengott mit jemandem Freundschaft geschlossen. Ja, mit mir. Zumindest hoffe ich das. Dann müssen wir uns nicht mehr darum sorgen, dass das arme Ding so traurig ist. Ja. Wie sollen wir denn bitte diesen Wirbel finden? Also ich glaube, ich werde jetzt erstmal wir werden mal zum Dojo gehen. Und uns da mal unsere verbesserte Buddeltechnik aneignen. Damit wir hier mal mehr ausbuddeln können. So, bitte bringe mich nicht zum Turm. Bitte.
Der Schimmerküste, bitte. Da müsste eigentlich der Dojo gewesen sein, wenn ich mich richtig entsinne. So. Dann gehen wir doch da erstmal hin. Ich meine, das mit dem Dojo ist was, das könnte man eigentlich auch noch später machen. Aber ich denke, das mache ich erstmal jetzt. Weil nachher habe ich noch so viele Stellen, die ich aufbuddeln könnte, aber die ich halt, wo ich dann halt später vergesse, dass da diese Stellen sind, die ich aufbuddeln kann. Ja, gut. Es hat nicht ganz so funktioniert, wie ich dachte. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal zu unserem Dojo-Mann. Unserem Master, Sensei. Hello! Ah, was? So, du bist also wiedergekommen, mein kleiner wölfischer Freund. Bist du gekommen, um deine Fähigkeiten zu verbessern? Yes! Buddelkönig! 30.000 Yen. Oh, die haben wir sogar. Das ist gut. Bitte lehre mich, ein Buddelkönig zu sein. Oder eine Buddelkönigin in unserem Fall. Also hast du dich dazu entschieden, dich weiter in der Kunst des Kampfes zu üben? Ich schätze mal, ich habe keine Wahl. Ich werde dir deinen Wunsch erfüllen und dir erlauben, in diesem Dojo zu trainieren. Aber ich muss dich warnen. Diesmal werde ich mich nicht zurückhalten. Ja, Mann. Oh Gott, und er dreht wieder seinen Kopf so hoch. Er ist wieder Hardcore-Sensei. Bist du mental darauf vorbereitet, dich der ultimativen Herausforderung zu stellen? Tritt ein und wir werden dich testen. Okidoki. Dann lass uns mit dem Training beginnen. Wir werden die Göttertechnik Buddelkönig trainieren. Göttertechnik vor allem. Nimm diese Tipps zu Herzen. Ich erinnere dich daran, während wir trainieren. Buddelkönig, Göttertechnik-Tipps. Beruhige deinen Geist und drücke wiederholt das Dreieck. Konzentriere dich und du kannst an Orten graben, an denen du es vorher nicht konntest. Dann grabe einfach weiter. Nun, hast du alles verstanden? Yes. Hab ich. Hast du die Erklärung verstanden? Yes. Nun dann. Ich quere dir diese Technik-Schriftbrille. Lies sie, wenn du vergessen hast, was es heißt, ein Krieger zu sein. Na klar, ich muss die auch unbedingt lesen. Danke. Verstehe sie mit deinem Körper, wie mit deinem Geist. En garde! Wow. Aha! Das war einfach. Das reicht es. Sehr beeindruckend. Du hast mir deinen Kriegergeist gezeigt. Oh Gott. Du darfst diesen Geist nicht vernachlässigen. Trainiere jeden Tag, um ihn zu stärken. Du kannst jetzt gehen. Zeige diesen verdorbenen Kreaturen die wahre Natur des Kriegers. Wir bekommen sogar heilige Knochen als Belohnung. Schön. Dankeschön, Sensei. Wir sehen uns sicher wieder, weil ich glaube, wir haben noch eine Technik, glaube ich. Und das für genug, was? Ja, einmal buddeln reicht. Hör zu, Wolf. Erfahrung in einer Fähigkeit zu gewinnen ist wünschenswert. Aber du darfst nie den Willen zur Selbstverbesserung verlieren. Ich bete, dass du das nicht vergisst. Dass du es nie vergisst. So. Nein, werde ich schon nicht. Alles gut. Gut, ich glaube, wir haben noch eine Technik, die wir von ihm lernen können. Wenn das mal nicht mein wölfischer Schüler bist, bist du gekommen, um dich weiter an der Anleitung des Kunst des Kämpfens zu erwarten? Ausweichen. Drücke R2, um geschickt dem Schaden auszuweichen. Das könnten wir eigentlich auch noch eben erlernen. Ich glaube mehr... Oh, wir haben hier sogar noch mehr. Sehe ich gerade. Perlentechnik. Okay, diese zwei Sachen haben wir noch. Das könnte ich mir sogar beides noch leisten. Ach komm, wenn wir jetzt gerade schon mal dabei sind, dann bin ich zwar blank, aber hey, lernen wir doch das hier noch.
Was hast du dich dazu entschieden, dich weiter in der Kunst des Kämpfens zu üben? Ja. Ja, okay. Er sagt sowieso immer das Gleiche. Also. Wenn wir nur noch diese zwei Sachen zur Auswahl haben und wir noch genug Yen dafür übrig haben, machen wir das doch. Lesen sollen. Hast du alles verstanden? Nein, weil ich es einfach direkt weggedrückt habe. Pass auf, wenn ich spreche, du Wurm! Ich erkläre es dir nochmal. Du sollst besser zuhören. Ja. Ausweichen, Gettepad. Trinke R2 schnell und ohne zu zögern. Du kannst so schnell Angriffen ausweichen. Du bewegst dich dabei in die Richtung, in die du den linken Stick drückst. Du kannst sofort nach einem Sprung in den Sprint übergeben. Benutze R2, um schnell von der drohenden Gefahr wegzuspringen. Nun hast du alles verstanden? Ja, jetzt habe ich es verstanden. Trainiere, bis deine Muskelschmerzen. Trainiere noch mehr. Ach, das hatte ich doch schon. Ja, ist okay. Sehr schön, aber so können wir ausweichen. Es sieht witzig aus, wie es sich dreht. Gut, das haben wir. Ja, ja, ich habe genug. Ist okay, ist okay. So, jetzt nehmen wir auch noch das letzte. Dann haben wir, glaube ich, alles soweit erledigt beim Sensei. Ja. Sturm. Ja, dieses noch. Und dann soll es das erstmal gewesen sein. Etwas Leerlauf diesmal. Sind nicht so sonderlich weitergekommen. Ja, ich denke mal, das Ganze wird sich doch noch ein wenig hinziehen. Aber das macht ja auch nichts. Weil ich habe echt nicht mehr so ganz auf dem Schirm, wie das Ganze war. Also ich bin, wie gesagt, der Meinung, man musste, glaube ich, irgendwie einen Wirbel an den Himmel zeichnen. Aber sicher bin ich mir nicht mehr. Also da das halt der normale Wirbel erscheint. Aber sicher bin ich mir dann jetzt nicht. Weil es schon zu lange her ist. Aber gut, wir machen jetzt erstmal den Geiststurm hier. Perlen, Technik, Tipps. Drücke Viereck, um den Angriff zu beginnen. Drücke, dann wiederholt schnell Viereck. Achte auf das Timing. Wiederhole das, bis zu 6 aufeinanderfolgende Perlentreffer gelandet hast. Um stärker 3 drückst, umso stärker werden die Treffer. Aktiviere, attackiere schnell und mit Schönheit. Aktiviere wild. Attackiere. Lesen kann ich auch nicht mehr. Wild und mit Zorn. Gib alles, was du hast und jage das Böse zum Teufel. Ja, ich denke, das habe ich verstanden. Nun dann. Gewähre dir diese technisch schriftvolle, falls du vergessen hast. Ja, ja, ja. Mhm. Technik mit dieser Waffe trainieren. Rüste dich sofort mit der richtigen Waffe aus. Okay, was ist die richtige Waffe? Entschuldigung, ich wusste das nicht. Okay, dann nehmen wir diese. Cool. Nicht schlecht, weiter so. Thank you.
Nicht aufgeben, streng dich mehr an. Okay, okay. Hier sie immer wieder zusammenfügen. Kannst du sie einfach so wieder reparieren oder stellst du einfach nur eine neue wieder hin? War das jetzt genehm, der Herr? Ist das alles, was du zu bieten hast? Okay, okay, dann machen wir das halt nochmal. Ich hab's jetzt oft genug geübt. Ja, lass deinen Kriegergeist hell leuchten. Gut, ich mag aber nicht mehr. Ich gehe jetzt. Tschüss. Gut, ich denke, das haben wir jetzt genug trainiert. Hast du genug was? Hör zu, Wolf. Erfahrung in einer Fähigkeit zu gewinnen ist wünschenswert. Ja, ja, genau. Mhm, okay. Alles klar. Haben wir das? Ja. Bist du gekommen? Nein. Eigentlich nicht. Weil... Naja, obwohl, wir haben tatsächlich noch nicht alles gemeistert. Sehe ich gerade. Hier steht ja gemeistert. Also haben... Oh ja, okay. Wir haben tatsächlich noch 1, 2, 3, 4, 5... Oh, wir haben tatsächlich noch ein bisschen mehr. Was wir bei ihm noch erlernen können. Soll ich nach draußen gehen? Ja, ja. Okay, ich gehe ja schon. Hatte das gar nicht richtig gesehen. Er hatte das nur nicht markiert gehabt, weil ich mir diese Techniken tatsächlich nicht leisten kann. Okay, gut. Dann würde ich doch mal sagen... Ah, schaffe ich es noch bis zum Ende? Ja. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir zur nördlichen Ryoshima-Küste zurück. Und ich habe eigentlich keinen Nerv, gegen euch zu kämpfen. Aber ich sehe hier gerade tatsächlich auch keinen Wo? Wie komme ich hier nicht raus? Na super. Doch nur zurück zur nördlichen Ryoshima-Küste. Ist das so schwer oder was? Oh nein. Au! Hilfe! Das gibt's doch nicht. Ich habe hier keinen Punkt, den ich öffnen kann und fliegen kann. Ich sehe ihn zumindest nicht. Mann, ich will doch einfach noch raus. Jetzt sieh zu, dass du dich vom Acker machst, du blödes Vieh. Meine Güte, ey.
So, jetzt aber. Nein! Lass mich bloß in Ruhe. So. Nein! Oh, nein! Nicht mit mir. Vergiss es. So. Gott, jetzt möchte ich nur einmal schnell zurück. Ach, nicht die Ausrüstung. Bitte, ja. Denn dieser Part hat sich jetzt doch ein wenig in die Länge gezogen. Was gar nicht mein Vorhaben war. Nördliche Leerschema-Kiste, bitte. Gut, da ich gerade so ein bisschen leicht auf dem Schlauch stehe, würde ich sagen, wir belassen es erstmal hierbei. Und ich bin schon wieder gefangen. Verdammt mich. Mann, jetzt lasst mich doch mal alle in Ruhe. Mann, ich zieh die an wie die Fliegen hier. So. Nein. Ich glaube, ich muss mich wirklich noch mal kurz einen Moment schlau machen. Das liegt ja alles nicht. Gut, wir hatten jetzt ein klein wenig Leerlauf tatsächlich. Sind nicht so großartig weitergekommen, leider. Aber gut. Wir haben immerhin zumindest ein bisschen was jetzt nebenbei gemacht. Haben beim Sensei noch ein bisschen was so an Techniken gelernt. Immerhin. Ich hoffe, beim nächsten Mal geht es dann frohen Mutes weiter. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei.